Jo, Leute, der Sommer steht ja so gut wie vor der Tür. Und im Sommer habe ich ein bestimmtes Problem, nämlich, dass ich einfach überhaupt kein Zeitgefühl mehr habe. Vor allem so im Vergleich halt zum Winter, weil die Zeiten halt so komplett anders sind. Weil im Sommer ist es die ganze Zeit hell, ne? Und im Winter einfach die ganze Zeit dunkel. Es ist schon um 6 Uhr dunkel in der Schweiz. Und im Sommer um 6 Uhr, oder ist auch schon im Frühling eben, sieht es einfach so aus, als wäre 10 Uhr im Winter. Und genau das macht mir eigentlich auch die größten Schwierigkeiten. Vor allem, wenn ich dann zu Hause sitze, am Gamen bin. Und es ist einfach, ja, wie gesagt, zum Beispiel 6 Uhr. Und ich merke, es ist 6 Uhr, okay, es ist hell. Es wird bald dunkel vielleicht sein. Und nachher ist so 10 Uhr. Und es ist immer noch genau gleich hell wie um 6 Uhr. Und ich merke das nicht. Und ich habe noch nichts gemacht. Nur gegamed. Und dann auf einmal merke ich so, oh shit. Eigentlich hätte ich ja noch anderes vorgehabt. Aber passiert halt leider ziemlich oft. Weil Gamen ist halt eben auch schon wichtig. Und es ist eigentlich auch gut, dass ich von meinen Videospielen in einen Bann gezogen wäre, weil sonst wären es ja gar keine Videospiele, die ich mag, ne? Was fehlt denn jetzt hier noch bei diesem Level? Ja, aber da gewöhne ich mich eigentlich auch dann auch ziemlich schnell wieder daran, diese Zeitumstellung. Und aber dann habe ich das Problem, dass ich einfach die ganze Zeit panisch auf die Uhr schaue, so, yo, es ist safe schon 10 Uhr. Ah ne, ne, 7. Und nachher, ja, irgendwie kommt es die ganze Zeit auf das Gleiche drauf hinaus. Ich gehe einfach den ganzen Tag, anstatt meine Aufgaben zu erledigen. Und ich sage einfach, es ist die Schuld meines Zeitgefühls, weil ich denke, es ist noch Mittag und ich habe noch Zeit. Und es liegt auf jeden Fall nicht an mir und meiner Disziplin. Auf jeden Fall, ja. Bye.